come on! Wieso brauchen die so lange, um diese Ergebnisse auszuwerten von diesem kleinen Test? Was für ein kleiner Test? Den ich gemacht hatte. Ach, den. Oh, hast du Interesse? Willst du? Die Bande funktioniert immer jetzt. Gut. So ein Kettler. Was tut man? Denken wir mal alle, die sind unersetzlich. Das ist ein bisschen schwierig. So, 15er Eisen, Bohrer. Gott sei Dank hat auf die Mailbox gesprochen. Ich hatte nämlich keine Lust. Ah, okay. Das ist jetzt länger gedauert. Ja. Ist ja auch schwer. Nun gut, ich glaube, ich gehe gleich wieder rein. Das ist verrückt. Gut zu tun. Ich muss eigentlich auch ein bisschen Sport machen. Was ist? Gefährlich? Nö, ist ein Job ohne jegliches Risiko. Ist nicht jeder Job irgendein Risiko? Ja. Aber ehrlich gesagt, ich habe gestern noch so Berichte gesehen. Es sind schon Unterschiede zwischen den Verbrechern. Da war der eine, das war eigentlich ein ganz, ganz witziger Typ. So, ne? Der sah eigentlich auch ganz nett aus. Der hat auch nur geschmuggelt. Jemand umgebracht. Geschmuggelt. Ja. Und zwar im großen Stil, meint er. Aber er hatte auch seinen Schreibtisch und in seiner Zelle und seinen Computer, weil er ist ja auch Redakteur von irgendeiner Zeitung und schreibt da noch seine. Schreibt da auch noch seine. Weiß ich was. Memoiren. Er arbeitet. Er schreibt seine Berichte da, keine Ahnung, wie man das nennt, sein Artikel. Sein Artikel, genau. Ja, müssen wir doch nochmal mit dem Gehirn, da müssen wir nochmal überlegen. Und dann waren da andere Typen, wo du denkst, so ja, die, genau, die kannst du nicht schützen. Ja, also Frauen sind ja schon, hab ich ganz gerne. Nee, da war ein Typ und er meinte, ja, und er konnte, er hat sich dann wieder mit seiner Frau gestritten. Das war so ein eher schmächtiger mit Brille. Genau, ne? Genau, diese typischen, der letzte Mann von nebenan. Er hat sich mit seiner Frau gestritten und er hatte dieses Gekeife einfach satt. Und in meinem Kopf, in meinem Kopf. Und dann hat sie ihn angegriffen, dann hat er zurück und er wollte das eigentlich gar nicht, aber dann war er schon dabei, sie zu erdrosseln. Das wollte er gar nicht, meinte er. Ja, das sind ja dann und das Psycho. Und er hat es einfach nicht mehr ausgehalten, dieses Geschrei von ihr. Ja, mal nichts. Und an dem Punkt sind wir auch bald angelangt. Und ich kann das nicht mehr aushalten. Der saß denn schon 9 Jahre? Mutti, sag mal. Der saß schon 9 Jahre im Gefängnis. Der meinte, er braucht auch die Zeit, weil er muss das selber noch verarbeiten, was da überhaupt passiert ist. Na komm, mit nach vorne, jetzt fick vorne kurz durch. Jetzt fegen wir hier vorne mal ein bisschen, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ist in Ordnung. Der Dreck sieht eigentlich aus. Jetzt immer gut Durchdruck. Dann bringt ihr deinen Karton mit hoch, was noch?
Das lass. Müssen lassen? Ja. Okay, was wollte ich euch eigentlich zeigen jetzt hier? Doch erstmal im Laden. Wie gesagt, vorher stand Schnitt und so eine Sachen. Das habe ich alles gemacht gerade. Das Video aber noch nicht hochgeladen. Das lade ich nachher hoch. Ich bin noch nicht zu gekommen. Hat gerade gerendert, als es schon 12 war. Hier, da hat die gute Dame, der das gerade gehört, das Anbringen des Schlosshalters den Zug blockiert. Das muss man natürlich wieder ändern. Das geht nicht. Ansonsten läuft die Bremse natürlich nicht und schleift permanent. Das wollen wir ja nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass Achim gestern hier dran war an dem Rad und der hätte das natürlich sehen müssen eigentlich. Achim, was los? So was musst du doch sehen, so was kann man noch nie lassen. Da muss man dann kurz einmal die Halterung abbauen und vernünftig wieder anbauen. So dass der Zug vorbeiläuft. Das ist ja keine Zauberei. Machen wir jetzt kurz. Hier, so. Da kann der Zug wenigstens vernünftig laufen. Ist auch nicht optimal, tatsächlich. Aber. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ich muss noch deinen Schlosshalter hier richtig ranschrauben. Den hast du irgendwie falsch dran gehabt. Okay. Sodass die. Dieses Bremskabel hier, das hast du hier mit drunter gelegt. Ah, das geht nicht gut. Ah, nee, dann blockiert die Bremse halt hinten. Ach so. Aber die blockiert sowieso. Also der Zug. Ja. Das ist jetzt vorne. Das schleift ja an allen Ecken und Enden hier. Oder eigentlich auch beide Schutzbleche wegzumachen. Weiß ich, ob das eine gute Idee ist. Oder? Naja, die Schutzbleche schützen ja. Ja, aber das ist ja nicht schlecht, aber dass die Bremse halt jetzt hier am Reifen schleift. Achso, das ist so schlimm. Das ist nicht so gut. Vorne auch, da hast du auch nicht, ist nicht optimal drin. Ich brauche noch einen kleinen Moment. Ich hab's Fahrrad für 50 Euro gekauft, dachte ich. 50? Ja, das ist günstig. Siehst du? Ja. Da dachte ich mir, da kann ich ein bisschen dran rumschrauben, aber dann habe ich irgendwann gedacht, ich will mein Leben doch lieber, dass ich wenigstens den Hintern halten. Der Lenker ist ein bisschen locker. Geben wir einen Beschlüssel raus, so wie er. Yay, eine Gazelle. Wieder einmal Hollandrad, Gazelle. Gazelle, Oranje, Schlauchwechsel, Hinterrad. Alright, alright. Dann fangen wir mal an. Also, Hollandrad, Gazelle, Oranje, Schlauchwechsel, Hinterrad. Trotz Marathon Plus ist der platt. Warum? Weiß ich nicht, werden wir klären. So, erstmal Achsmuttern ab. Kettenspanner lösen. Oder abschrauben. Noch besser. Einmal ab.
Das dauert auf alle Fälle länger als am Vorderrad, nur einen Schlauch zu wechseln. Bei so einem Hollandrad. So, Kettenspanner mal locker. Locker! Nehmen wir die Kette runter. Knickknack. Kette runter. Jetzt ziehen wir das Rad nach hinten. Oh, was ist denn hier? Speichen ohne Ende. Oh, was ist denn das? Ey. Oh, nee. Achso, natürlich Bremsanker ab. Siehste? Habe ich schon gedacht, das hätte ich schon gemacht. Bremsanker lösen. Locker. Ja, dann löscht du hinten raus mit dem Ding. Nach hinten rausziehen. Kette runter. Spanner ab. So. Wieder einhängen. Hier bei dem System schalte ich auch in den entspanntesten Gang. Löse diesen Verschlussring. Klack. Zieh ihn ab. Und das. Die Schaltkulissen-Ding hier. Ja, aber hier kann man leider einen Zug nicht so einfach aushängen. Den müsste man rausziehen. Und wenn ich den rausgezogen habe, hier so wie die aufgedröselt ist, kriegt den nicht mehr rein. Und das war's. Deswegen baue ich das ganze Teil ab. Die ganze Kulisse hier. Das war der Ausbau. Ja, das ist ganz normal. Und immer wieder aufstehen und immer wieder weitermachen. Ja. Gut. Nuki hat jetzt ihren neuen Schrank im Zimmer stehen. Ja. Ja. Was soll denn eigentlich da oben stehen, was ich schon gesagt habe? Weil meine Schreibtische sind leer, alles ist leer. Alles ist leer und du hast noch so viel Platz. Das ist doch toll. Na, immer mal schöne Sachen, wenn man mal irgendwie was Schönes hat. Was man da... Präsentiere mich zum Beispiel dein Dings von da rein, dein, wie heißt er? Cosmo. Cosmo, die ganzen Elektro-Geschichten können da rein, die Gameboys, die Spiele. Mein Gameboy habe ich unten drin in meinen Sachen. Weil da, da kommt Lumen nicht ran, auch wenn sie sitzt, kommt sie nicht ran. Ich komme sogar auch nicht ran. Lumen kommt nicht an den Gameboy. Na, das ist die Hauptsache. Ihr streitet euch eh um den ganzen Tick. Meiner. Ja, alles andere ist jetzt wie beim normalen Schlauchwechsel. Ich gehe mal kurz was oben nachfragen, okay? Ja, zu wenig Luft hier. Der Reifen ist ja wie neu eigentlich, aber mit viel zu wenig Luft gefahren. Krümelt ab. Irgendwann wieder errichtet. Das gucken wir uns auch nochmal. Ja? Bin gleich da. Und jetzt irgendwann ist kaputt hier. Guck mal. Da. Durchgescheuert. Ja, gut. Und hier hat die Ursache herausgefunden, warum das platt ist. Guck mal hier. Grill.
gerissen. Ja. Durchgescheuert. Man hat gesagt, das Essen ist bald fertig. Ich und euer Essen immer. Ihr seid permanent am Futtern. Nein. Aha, und deswegen, was? Jetzt haben wir noch mehr gefunden. Warum ist der Felgenband durchgescheuert? Okay. Hier, also ich zeig's ja nochmal. Ja, das ist die Ursache. Deswegen ist der Schlauch dann platt gegangen. Und warum ist das so? Weil es eingerostet ist, das dann? Nein. Dann weiß ich nicht. Weil, wenn man jetzt hier schaut. Achso, dass es da ist. Guck mal hier. Lass mal rüber. Naja, scharfkantig. Guckt eine Speiche raus. Die sind alle. Das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich. Gut, das war's. Gut, also Speiche ist abgelenkt. Jetzt wird das Ganze wieder eingebaut. Alles reverse, alles rückwärts. Zack. Jetzt ziehen wir mal die Schaltung hier wieder ein. Kettenspanner. Okay.
Schön, Kette ist gespannt. Bremsanker wieder fest. Achs muttern. Zu langsam, ey. Fort, fertig. Jetzt schalte ich nochmal durch, ob alles schaltet und dann wartet. Gazelle, ready for takeoff. Jetzt Feierabend, jetzt habe ich gesagt, ich bitte Familie ein bisschen auf den Spielplatz. Und deswegen mache ich jetzt zu, pünktlich. Und geh los, ganz einfach. Meinst du Teufel? Tada! Ist endlich mal happy in dem Wagen drin, ne? Yay! Und so gelenkig, yay! Das muss man nachmachen. Ja, das schaffe ich nicht. Und du? Auch happy? Nein. Und du? Müde. Und ihr? Ich bin keine Omi. Nö. Man hat sich nämlich gewünscht, dass Skadi eine Omi wird. Hey, setz dich mal. Nein, ich bin nicht. Nein, setz dich mal daneben. Nein, aua, Skadi haut mich, Papa. Teenager, da sind ja alle schon alte Omis. Papa, wo bin ich eigentlich? Das ist News von Dennis. Hat versucht zu erreichen. Vom Laden? War er hier bei dir? Nee, Telefon. Ach so. Hatte gefragt, ob irgendwas wäre bei dir, mit dir. Halt, Miau.
Oh, oh, das Eis. Ich will kein Fliegen-Eis. Ja, stimmt, den Kappel auch mal ein Kappel dazu. Aber das ist das Beste. Na, geschafft! Genau, bitte einmal auszusteigen. Okay, Pferd, dann los geht's. Warte. Bereit, so, ich war wieder da. Boah. Zack. Ja, das war der Tag für heute. So, wir haben ja den Schrank hier hingestellt. Habt ihr noch eine gesehen? Ja, da steht er jetzt. Yay. So, die anderen Möbel, die da, das, alles kommt alles weg hier. Und dann hat sie nur noch diesen Schrank hier stehen. Palme oben drauf, fertig aus. Und dann hat sie mehr Platz im Zimmer, weil das alles hier, das alles kommt alles weg. Total genial. Ein bisschen schwerer auf. Ja, warte, was ist da jetzt drin? Kisten mit Spielsachen. Mit Spielsachen, okay, alles klar. Yay, eine schöne Puppe, wunderbar. Und da oben Schreibtisch? Ja, warte, mach ich das. Ah, der Schlüssel wäre nämlich da oben versteckt hier, damit die Schwestern da nicht rankommen. Ist offen gewesen. Oh.
Ich glaube jetzt trotzdem an das Gute. Mein Kind, es hat ein Güter. So. Ich habe hier auch sortiert. Da oben sind, da ist auch ein Technikgerät, aber auch egal. Und hier ist ein Lesezeichen, Bastelsachen, ein bisschen. Hier sind meine Bastelsachen. Das ist meine Sache, die ich gebastelt habe. Die Schießebogen. Ups. Und kannst du hier dran sitzen und arbeiten? Hm? Hier kommen meine Sachen. Sitz ich mal. Ah ja, wunderbar. Komm mal. Da wächst man noch hin. Nein, du arbeitest ja nicht da drin, du arbeitest ja hier. Auf ja, ich weiß, aber hier packe ich meine Lernbücher hin, die ich genau brauche. Und wenn du mal irgendwann einen Computer hast, sozusagen, kann der da sogar auch drin verschwinden. Das ist ja eine Tüte, so wie ein Laptop oder sowas. Ne? Ich mach Feierabend, wir sehen uns morgen wieder, macht es gut. Bis dann, ciao, sagt der Tom.